Mit einem Mal war es kalt. Ich rollte von ihr weg. Mein Herz hämmerte, als hätte ich den erregendsten Orgasmus aller Zeiten erlebt, aber ich fühlte mich leer, wütend und verzweifelt geplagt von einem irrationalen Schuldgefühl. Halb mit dem Rücken zu ihr setzte ich mich auf. Ich spürte, wie ihre Hand mein Rückgrat hinunter bis über meine Oberschenkel strich. Das tat nicht gut. Ich stieß ihre Hand weg. Das macht doch nichts. Peter, wir haben doch Zeit. Ich stand auf und zog mich hastig an. Mein Herz hämmerte noch immer. Ich hatte einen bitteren Geschmack im Mund. Ich wollte sie nicht ansehen, aber das wäre zu feige gewesen. Ich drehte mich zu ihr um. Ohne Verlegenheit sah sie da, stützte sich mit den Händen leicht nach hinten ab. Ihre Brüste wölbten sich und ihr Schoß mit dem dunklen Haar erschien mir in der Nachmittagssonne beinahe obszön. Ich drehte mich weg und ging auf die Ferienhäuser zu. Peter! Bleib doch hier! Peter! Ich ging schneller, fing an zu laufen und hörte nicht mehr, was sie sagte, weil mir das Blut in den Ohren rauschte. An der Stelle, wo der Pfad eine Biegung machte zu den ersten Ferienhäusern hin, blickte ich zurück.